Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, mit einer weiteren Legendary Waffe, einer legendären Waffe. Wieder die beste einer Kategorie, nämlich von den Sichelschwertern, das falsche Sivanische Tschepesh. Bei dem falschen Sivanischen Tschepesh handelt es sich allerdings um eine verfluchte Waffe. Das heißt, wir haben nur also nur ein Drittel unserer Gesundheit, kriegen aber dafür 200% unseres normalen Schadens. Die anderen Perks dieses Schwerts sind jetzt auch nicht die besten, weil wir haben nur Bluten bei Treffern Rang 2 und Rang 1 von kritische Trefferwirkung. Insgesamt haben wir einen Schaden von 624 Schaden pro Sekunde bei diesem Schwert. Bei dem Schwert handelt es sich um eine sehr schöne Waffe. Wie ihr seht, hat es wundervolle Gravuren auf der Klinge und am Griffende hat es den typischen Anubiskopf, den wir bei den vielen der legendären Waffen haben. Manche sind ja auch direkt die Waffen von Anubis. Diese Waffe habe ich persönlich wegen der Vorbestellung des Ganzen bekommen. Nur das Also weil Geld. ich eben pre-ordered Assassin's Creed pre-ordered habe. Wir haben verschiedene Kombos mit gehaltener Maustaste, haben wir eine schöne Dreierkombination. Mit dem Schild haben wir Sind ein schon im Einklinken Weg. Leg schon, leg und schon. dementsprechenden schönen Schlag, aber nicht eine weitere Combo. Mit Leertaste und Maustaste haben wir folgenden gedrehten Schlag. Und andere, das könnt ihr aber noch nachschauen bei meinem generellen Waffenguide. Jetzt schauen wir mal, wie sich diese Legendary in der Arena machen. Ich nehme natürlich wieder den Hordenmodus, weil nur im Hordenmodus dürfen wir die eigenen Waffen verwenden. Es dürfte bei der Waffe, dürfte ich bei weitem nicht so weit kommen wie davor bei der beim Sonnentöter, da der Sonnentöter ja Gesundheit gegeben hat und diese eher einem nimmt, also man ruckzuck in Die den höheren Leveln Gladiatoren tot ist einfach. Et quid dem cum amicis? Tötet der tapfere Auf der Sivaner noch Stufe ist mehr es unserer natürlich mächtigen einfach Gladiatoren der aus Wahnsinn, Kyrene? wie es sie abgeht. Es ist ein bisschen komisch bei dieser Waffe. Ah, welche Tür war jetzt dran?
Der Sivaner steht noch. Doch da kommen neue Gegner, die das ändern wollen. Das ging schnell. Hey, was? Willkommen im Jenseits, du Ratte. Hey, das ist kein Spielzeug. Stirb, du Verdammter! Puh, wo ist er? Schwachten! Na los, bringen wir's zu Ende! Neue Gladiatoren betreten die Arena! Oh, wir sind bei Welle 7 und es wird schon immer schwieriger. Keiner legt sich mit dir an, das Leben wieder. Es gibt keine Pause im Gemetzel. Hier kommt neues Blut. In Reichweite! Du stirbst! Der gehört mir! Neue Gladiatoren betreten die Arena! Ich mach mich kalt! Hörst du? Tötet der tapfere Sivaner noch das mehr unserer mächtigen Gladiatoren aus Kyrene? Ich erlege ihn! Ich bin in Reichweite! Der Sivaner steht noch! Doch da kommen neue Gegner, die das ändern wollen! Dein Ende ist nah! Ich vergesse nie ein Gesicht, außer deins. Ich zerreiß! Oh.
Es gibt keine Pause im Gemetzel. Hier kommt neues Blut. Das war's. Aber immerhin sind wir ja gut durchgekommen, soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt einen Eindruck von der Waffe bekommen. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.